Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted 4. So, jetzt haben wir die Brücke runtergelassen und wir können jetzt endlich mit dem Auto da durch. Aber ich werde jetzt erst noch mal schauen, dass ich ein bisschen Munition noch mitnehme. AK-47, ja, nehmen wir die mal mit. Was ist hier noch alles? Also Maschinenpistole. Probieren wir die einfach mal aus, wie die so ist. Keine Ahnung. So. Boah, jetzt habe ich gedacht, ich stütze ab. Gerade noch geschafft. So, jetzt aber rüber da. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Ja, ich hoffe mal, dass wir bald mal da sind. Fahren wir mal hier hoch. Hier müssen langsamer, hier die Klippen runter gleiten. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Okay, ich glaube, ich sehe schon. Wir müssen da oben wieder die Winde anbringen. Ich sehe mich mal um. Wie viel schuldest du, Alcazar? Genau. Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß doch von der Gang dieser Weiser. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, viel größerer Schatz im Spiel. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Dann sagt deinen Partner nie. Das ist ein bisschen blöd, glaube ich jetzt, oder? Ach, probieren wir es einfach mal. Na bitte. Ziehen wir uns hier schön am Felsen vorbei. Wir sind soweit. Dann mal los. Boah! What? Scheiße! Boah! Ich hab mir. Halt dich fest, Junge! Ich hab dich! Komm! Zieh! Boah! Okay! Ging mir schon besser! Häng uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Dass man gar nicht darüber geht auf den Sitz. Ich habe vorhin schon gedacht, mit den Felsen, ob das so geht. Ja, das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Boah. Die Brücke sieht auch wieder sehr stabil aus. Geht's schon mal nicht weiter? Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Da einer drin ist, ich glaube es nicht. Hier können wir nicht rein. Dann gehen wir mal hier rum. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Alle guten Dinge sind drei, sage ich immer wieder. So.
So, Dalla. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Dahinter sieht es aus, als wenn es. Als wenn dahinter eine Tür wäre. Oder nicht? Und jetzt alles ranpacken oder was? Da holen wir die anderen auch noch. Ich glaube, da reicht einer wahrscheinlich nicht. So, würde ich sagen, geht mal in Deckung. Was? Oh, muss ich den schieben? Mei. Hinter ist auch über irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Super. Jetzt habe ich die ganzen Dinger verballert. Verdammt, zugemauert. Könnt ihr jetzt nochmal da hier? Nee, scheiße. Achtung! Da muss ich Granate schmeißen. Mit der Granate geht's. Komm, sag doch Achtung! Ich bedenke, ich muss den ganzen Schrank wegsprengen. Was haben wir denn hier? Und der ist schon wieder so eilig. So, dann gehen wir mal runter. Gibt ja glaube ich bloß den Weg hier. Ganz schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Jetzt geht durchkommen. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Ich wollte mich aber erstmal ein bisschen hier umschauen. Hier ist nix. Schau ich da drüben nochmal nach. Vielleicht gibt es hier irgendwie noch einen Schatz oder sowas. Hier scheint auch nichts zu sein. Hier unten vielleicht noch. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist der. Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Hm. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also. Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht. Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs. Wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentlemen.
Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Hm? Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! Neuen haben wir sie! Na Scheiße! Weiter halt! Vorsicht! Hält der dir aus, Mensch? Die Mumpel hier nehmen. Nachladen. Rechts von dir! Hinter uns! Schießt du mal! Okay, wenn sie mal hinter uns stehen, aber dann schießt keiner. Herrje, waren das alle? Hoffen wir es. Bist du okay? Munition sammeln. Schnell. Sam! Ja, hier drüben! Granate. Die will ich nicht mehr, die Scheiße. Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Entschuldigung. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Okay, jetzt sind wir von unserem Bruder getrennt. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Wir nähern uns schon wieder dem Ende von der heutigen Folge. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so... Ich würde sagen, wie es dann weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao. Euer Adi.